Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. So, Level aus aller Welt. Wie immer. Ach, guck mal, die 100 Mario-Herausforderungen haben wir auch noch nie gemacht. Ich glaube, das ist uninteressant. Das hat jeder von euch schon mal gespielt, glaube ich. Falls wir es dennoch machen sollen, sagt Bescheid. Dann machen wir das mal in einer separaten Folge. Aber jetzt erstmal We Are Friends El Drago von Martin. Mal gucken. Erstmal rein. Oh, da dachte ich schon, ich schaff's nicht. Lief ja super. Also nochmal. Diesmal hätte es nicht gereicht. So. Und jetzt? Ach so. Ich bin dämlich. Wir sind natürlich Freunde mit dem Goomba. Natürlich. So, wie gehen wir weiter? Erstmal hier durch. Oh, und da gibt's ein Pilzchen. Und weiter geht's. Oh, oh. Soweit, so gut. Können wir ihn erstmal fertig machen hier. Aber wir wissen ja, Bowser kann nichts. Und geschafft. Ja, doch. War eine schöne Idee. Vor allem mit dem Goomba und mit dem Yoshi, dass die mir helfen müssen. Fand ich nicht schlecht. So, was gibt's noch? Work Backwards von Giphy. Okay, irgendwie rückwärts arbeiten. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber wir werden sehen. Ja, danke. Da kommen wir nicht lang. Also müssen wir wahrscheinlich wirklich von ganz hinten starten. Also hier. Mist. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte.
Okay, hier kommen wir an zwei ran. Hier leider an gar nichts. Ah, okay, ich verstehe. Warte mal. So, dann kommen wir nämlich hier ran. Oh, ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Ah, das können wir, glaube ich, immer noch schaffen. Blümchen für uns. So, jetzt müsste das doch eigentlich passen, oder? Jetzt einfach den hier machen. Was passiert denn hier? Bomben. Oh. Reicht das? Ich bin mir nicht sicher. Nee, wir brauchen zwei davon. Komm. Ich krieg kein zweites, das ist aber schlecht. Soll ich das machen? Aua. Ach, warte mal. Vielleicht kriegen wir da noch was. Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn jetzt mit dem Po? Kommt drauf an, wie viel der von den Dingern ich krieg. Nein. Okay. Das war dumm, aber wir sind ja noch drin. Warte mal, komme ich mit diesem Ding eigentlich nicht schon an die rote Münze ran? Nicht ganz. Und das funktioniert leider auch nicht. Nee, nicht ganz. So, komm.
Das darf ich jetzt natürlich nicht hier stehen lassen. So könnte das Ganze vielleicht funktionieren. Nehmen wir das hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob es funktioniert, aber wir werden es gleich sehen. Doch, hat funktioniert. So, müssen wir jetzt nochmal hier lang oder können wir direkt ins Ziel mit dem Yoshi? Das weiß ich nicht. Ne, wir können direkt ins Ziel. So wie es aussieht. Und geschafft. Okay, ist auch mal eine schlaue Idee. Einfach mal bis ins Levelende zu laufen und dann da anzufangen. Aber das mit den Bomben habe ich leider nicht geschafft. Ich weiß nicht warum. Ein P-Switch war da leider zu kurz. So, Myrte Infinite von Javi. Und ich sehe ganz viel Feuer. Oh, und wir kriegen freundlicherweise auch eine Feuerblume. Oh. Gehen wir mal da rein. So weit, so gut. Oh, das ist frech. Oh, das war frech. Da hat er das komische Ding getarnt. Als Bombe. Nee, als Riesenpilz. Ah, ich lasse mich nicht austricksen. Das mache ich einfach nochmal. So geht das ja nicht. Okay, hier hin. Nur dem Rad halt ein bisschen Vorsprung lassen. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir kommen ja trotzdem hier rein. Und geschafft. Ganz easy going.
Tja, Chavi, haben wir leider geschafft. War keine große Herausforderung für uns. Und deswegen spielen wir jetzt Hugo Stage 9 von Hugo. Mal gucken, was hier so abgeht. Oh, das ist frech. Aber auch das haben wir geschafft. Und zwar ziemlich schnell sogar. Sogar in Rekordzeit. War ja nicht sonderlich groß, von dem her, das passt schon. Okay, What's Going On von Dingle. Auf geht's. Ach du Heilige. Oh. Da haben wir unser Pflänzchen verloren. Und jetzt sind wir noch klein. Jetzt wird's eng. Und das war knapp. Eine Feder. So, easy. Ich dachte, das Level geht ein bisschen länger. Naja. Okay, beendet. Das Fähnchen haben wir auf jeden Fall eingesackt. Ich weiß gar nicht, wie viel das wir schon überhaupt geschafft haben. Keine Ahnung. The Shell is your best friend von Oxycoon. Würde mich mal interessieren, wie viele Level das wir schon geschafft haben. Und wir müssen jetzt. So, kriege ich noch eine neue? Nein, das wollte ich gar nicht. Ach komm, jetzt zurück, so eine dumme. Hallo? Gehen wir halt so weiter. War ich schlau? So, die erste ziehen wir auf. Zweite nehmen wir hierfür mit. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich keine mehr. Ne, die kann ich nicht mehr mitnehmen. Kann ich sie so mitnehmen? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, so funktioniert's. Wenn wir noch keine aufhaben. Wir müssen uns erst wieder eine holen.
Nein! Nimm das Ding mit. So weit, so gut. Weiß bloß nicht, ob wir jetzt eine mit durch die Tür nehmen müssen. Checkpoint, also müssten wir eigentlich die Hälfte oder was haben. Ab rein da. Und wir haben es geschafft. Okay, warum nicht? Kann ich mitleben. So, aber leider war es das auch schon für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr noch irgendwelche privaten Level habt oder irgendwelche guten Level kennt, schreibt es in die Kommentare, dann spielen wir die. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, haut rein!